Oh, hallo. Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Heute mit einer, ja, ich möchte fast sagen, großen Veränderung hier in meinem Leben. Denn wie ihr vielleicht wisst, ich gehe kurz ein paar Schritte raus, wurde die Anklage fallen gelassen. Das heißt, damit kann ich mich rein theoretisch wieder meinem Tagesgeschäft nachgehen, nämlich die Zeitung zu schreiben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ein Bergmann ist nicht einfach nur ein Bergarbeiter und ein Schrägstrich Zeitungsverleger, sondern ein Bergmann kann auch das tun, was er sowieso schon in seiner Funktion als Redakteur gemacht hat, nämlich ermitteln. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde eine kleine Detektei gründen. Und deshalb werde ich fortan die Futurecam nicht nur nutzen, um allgemein die ganz, ganz großen Fälle dieser Stadt aufzudecken, sondern um auch Joe Jedermann zu helfen. Eine Ehefrau, die fremd geht? Alles möglich. Oder auch ein Nachbar, aus dessen Keller schon seit mehreren Wochen seltsame Geräusche kommen? Das mache ich allerdings nicht alleine, denn wie ihr vielleicht wisst, bin ich damit in letzter Zeit nicht ganz so gut gefahren, hier auf eigene Faust zu ermitteln. Dementsprechend werde ich diesen Fehler nicht noch einmal machen, sondern ich werde mir diesmal ein Team zusammenstellen. So, ich werde mich jetzt mit meinem Pferd auf den Weg zu meinem ersten Bewerbungsgespräch quasi machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, sobald ich die Person erreicht habe. Ich hoffe, sie wird zustimmen. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da? Hier ist Herr Bergmann, Vorsicht. Die sind es bestimmt nicht. Oh Gott, okay. Ja, doch, kämpfen Sie mal. Das gefällt mir ehrlich gesagt. Oh Gott, oh Gott. Ich muss mal ganz kurz meine Künste hier auspacken. Kleinen Moment. Oh, Sie werden angegriffen. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Okay. Ich habe schon einiges von Ihnen gehört, dass Sie hier offenbar ein Spezialist für Nahwaffen sein sollen. Ganz kurz. Ich habe ganz viel gehört in dieser Stadt, ganz viel gesehen. Es ist alles sehr komisch. Ich bin vor kurzem erst hergekommen. Ja. Wenn es Sie nicht stört, lassen Sie uns kurz reingehen. So. Wie kann ich nehmen? Können Sie bitte die Waffe in dem Haus wegstecken? Ich stecke hervorragend. Natürlich. Ich habe leider mein Inventar voll. Das muss ich kurz zumachen. Oh, vielen Dank. Willkommensgeschenk, hervorragend. Herr Max, erst einmal möchte ich Sie natürlich im Namen der Stadt vermute ich nicht. Ich bin nicht der Bürgermeister. Oh Gott! Was also ist da los? Ist hier, ich sag ja, die Stadt ist verflucht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist alles ein bisschen komisch hier. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen jetzt, ne? Ja. Okay, ich möchte Sie erstmal willkommen heißen hier in dieser Stadt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wer ich bin. Sind Sie da ein bisschen im Bilde? Ich bin hierher gekommen. Das Erste, was mir in die Hand gekommen ist, ist die From the Future Zeitung. Ja. Und dementsprechend habe ich auch auf der letzten Seite gesehen, wer damit arbeitet. Und ich vermute mal, das sind Sie. Genau. Ich bin hier, weil ich heute beschlossen habe, eine Detektei zu gründen. Und deswegen bin ich hier. Ich habe gehört, Sie sind genau der richtige Mann dafür. Sie wissen vielleicht, dass ich hier nicht unbedingt auf sicherem Fuße mich durch die Stadt bewegen kann. Es gibt einige Leute, die mich tot sehen wollen. Dementsprechend benötige ich Leute, die gewillt sind, auch schon mal in heiklen Situationen das Messer zu zücken, das Schwert zu ziehen. Deswegen gerade raus die Frage, Herr Sergeant Max, haben Sie Interesse an einem Zweitjob oder ich weiß ja nicht, welcher Tätigkeit Sie nachgehen, haben Sie Interesse für meine Detektei zu arbeiten? Das klingt alles ganz gut. Wie Sie sehen können, auf meiner Brust sehen Sie den linken Links an den Orden, den ich da bekommen habe. Den habe ich nicht umsonst bekommen, ja? Den haben Sie bekommen? Ich erzähle nicht viel oder plaudere nicht gerne aus dem Nähkästchen, das würde ich Ihnen vielleicht irgendwann mal erzählen bei einem kleinen Umtrunk. Aber das soll was bedeuten, das ist ein sehr seltener Orden und den habe ich nicht. Ja, den habe ich nicht von der Armee bekommen. Ja? Oh. Den kriegt man von einer ganz anderen Organisation. Okay. Aber wenn Sie Unterstützung benötigen, ich bin nach wie vor jetzt gerade, wie gesagt, gerade erst am Ankommen und suche einen Job auf jeden Fall. Ja. Das Ganze muss ja hier auch irgendwie bezahlt werden. Natürlich. Und da würde ich Ihnen sehr, sehr gerne helfen. Okay. Okay, dann weiß ich da Bescheid. Super, das freut mich schon mal sehr. Dann würde ich einfach sagen, ich arbeite jetzt momentan an dem Ausbau meines Hauses. Da baue ich momentan die Detektei auf. Dann würden wir uns da einfach morgen vielleicht nochmal treffen, wenn es Ihnen passt. Dann, ich komme vorbei, ich werde da sein. Perfekt. Vielen Dank, ich finde selber hinaus. Sie müssten doch einmal die Tür öffnen. Ich zeige Ihnen das mal. Das sind alles ganz komplexe Mechanismen, die hier genau alles werden. So, vielen Dank. Machen Sie es gut. Tschüss. Jo, tschüss. So, das war ja zumindest mal kein unerfolgreiches Gespräch. Ich freue mich gerade, dass wir Sergeant Max offenbar gewinnen konnten. Mal schauen, wie er sich jetzt im Einsatz schlägt. Ich werde mich jetzt nochmal mit zwei weiteren Kandidaten treffen. Ich gucke mal, die sind schon da. Hervorragend. Bitte, treten Sie ein. Palo, du weißt, wir beide haben eh schon eine sehr, sehr komische Vergangenheit gemeinsam. Ja, das stimmt. Und Herr Selbstgespräch, Sie arbeiten ja sowieso als Detektiv hier schon, aber Ihnen fehlt da, glaube ich, noch so ein bisschen die Unterstützung vielleicht. Und wenn man das Ganze kombinieren könnte und ihr jetzt sagen würdet, ja, passt mal auf, da bin ich dabei, da könnten wir fortan gemeinsam für Recht und Ordnung in dieser Stadt kämpfen. Ja, ich habe kein Problem damit.
bloß kein Problem. Ich auch nicht. Okay, ich sag mal, so eine fürstliche Bezahlung gibt es am Anfang natürlich noch nicht, ne? Ist klar. Aber ich sag mal so, regelmäßig Kuchen unten im Konferenzraum, der ist auf jeden Fall gegeben. Und wenn wir dann die ersten Fälle haben, dann werdet ihr natürlich auch beteiligt. Gar keine Frage. Okay. Okay, gut. Dann schon mal schön, dass ihr dabei seid. Ihr werdet von mir hören. Es wird übrigens auch ein kleines Bootcamp geben dann in den nächsten Tagen. Da habe ich schon jemanden für beauftragt, der uns halt so ein bisschen auch natürlich trainieren wird. Weil ihr wisst, wir werden natürlich auch rennen müssen. Wir werden uns verteidigen müssen. Und wir müssen eben auch lernen, wie ein unsichtbares Chamäleon uns der Umgebung anzupassen, um an die Informationen zu kommen, die wir brauchen werden. Okay, Leute. Gut, dann darf ich euch jetzt bitten zu gehen. Und das bleibt natürlich erstmal unter uns, ne? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss. Okay, die beiden haben wir auch. Das ist natürlich auch schon mal sehr, sehr hilfreich. Vor allem, was auch die Tatsache angeht, dass sowohl Palo als auch Herr Selbstgespräch natürlich einiges an Informationen selber schon herausfinden konnte. Jetzt ist nur die Frage, wo ist mein Pferd? Ich weiß nicht, was genau gerade los ist. Eigentlich wollte ich gerade sofort weiter. Und dann wurde mir irgendwie dieses Buch hier überreicht. Das Schild wurde aufgestellt und hier sind irgendwo Geräusche. Ich weiß, ich höre auf jeden Fall, dass irgendjemand... bei mir irgendwie... irgendjemand geht hier bei mir auf einer Leiter. Und hat eben Blöcke abgebaut. Und es kam hundertprozentig aus dem Haus. Und als Leiter habe ich eigentlich... okay, das Buch habe ich gerade schon reingeguckt. Ist auf jeden Fall vom Spielemeister. Muss ich alles wieder zensieren? Dürft ihr nicht sehen? Oh Mann, egal. Darum kümmern wir uns morgen. Dementsprechend gehe ich jetzt zum letzten auf meiner Liste. Und wie wir alle wissen, braucht jedes erfolgreiche Team auch immer eine Frau. Fräulein Hysteries, sind Sie da? Hallo, Herr Bergmann. Sie, was machen Sie da? Oh, Moment mal. Haben Sie ein Buch bekommen? Ich studiere gerade eine Lektüre. Was, sag mal ehrlich, was haben Sie für ein Buch bekommen? Haben Sie etwa dasselbe bekommen wie ich? Ich glaube schon. Ich sag mal so, nur eine Seite. Ja, und Sie nehmen sich nur, was Ihnen gehört? Ja, und ja. Ich sag mal so, ein Mathematikgenie würde sich freuen. Ja. Okay. Nee, habe ich nicht bekommen. Ist ja interessant. Was hast du denn? Nein, alles klar. Okay, aber darum geht's nicht. Ich habe ein anderes Anliegen, aber vielleicht können wir uns darüber trotzdem nochmal irgendwie in den nächsten Stunden kurz schließen. Okay. Pass auf. Passen Sie auf. Kann ich dir nicht mal das Du anbieten? Das Du, Frau Hysteries? Ja, wir sind per Du. Wir sind per Du, sehr gut. Ja. Du hast mitbekommen vielleicht, dass die Verhandlung heute fallen gelassen wurde. Herr ja. Verzögerung hat das alles, ich weiß nicht genau, was da los ist. Ja. Du weißt, mein Ruf ist stark geschädigt, dementsprechend muss ich meinen Ruf in dieser Stadt natürlich wieder aufbauen. Ich möchte gerne ein Team zusammenstellen aus Menschen, die von mir finanziert quasi im Zuge einer Foundation für Recht und Ordnung Informationen beschaffen. Mhm. Und da benötige ich noch ganz dringend eine Frau. Und deshalb wollte ich dich fragen, ob du eventuell jemanden kennst, der Bock hätte. Auf diesem Server. Ja, warten Sie, da gucke ich mal kurz in mein Notizbüchlein. Ja. Ja, Moment, ich hole sie kurz. Ja. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Ich habe einen Job für Sie, haben Sie Lust? Mhm, ich hätte schon Lust, ja. Perfekt. Ich sag mal, so reich werden Sie am Anfang nicht. Okay, ich wollte gerade fragen, wie das mit der Bezahlung aussieht. Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Genau. Also, mögen Sie Kuchen? Ja. Ja, guck mal. Dann ist das doch eigentlich schon mal ein Nenner, den wir am Anfang hätten irgendwie. Wunderbar. Also, es wird auf jeden Fall immer Kuchen geben, aber später auch Bezahlung und vielleicht auch den einen oder anderen Fisch für Ihre Katzen, die das übrigens ist wunderbar. Überhand nehmen. Nun gut, dann bleiben Sie auf jeden Fall wohlauf. Mit dem Buch müssen wir natürlich gucken, ne? Da schnacken wir nochmal. Mhm.
Vielleicht können wir uns ja morgen nochmal kurz schließen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass Sie dabei sind. Und Sie werden es nicht bereuen. Oh Gott, mein Pferd, was passiert hier gerade? Das ist jetzt aber keine heikle... Oh Gott, okay, alles gut. Gut, okay. Alles gut gegangen. Machen, okay. Machen Sie es gut, Frau Hysteries. Bis dann, du, Herr tschüss. Bergmann. Tschüss. Gut, das war doch eigentlich eine erfolgreiche quasi Anwerbung der Teilnehmer. Es wird vermutlich noch ein, zwei Leute geben, die später hinzukommen. Natürlich soll das Team auch nicht zu groß werden, weil ihr wisst ja, viele Köche verderben die Wahrheit und dementsprechend mal schauen, wer da im Endeffekt alles mitmachen wird. Ich muss natürlich bis dahin jetzt auch meinen Keller ausbauen, um dann quasi die geheime Zentralbasis auch glorreich eröffnen zu können. Und dann geht es natürlich darum, um das nochmal kurz zusammenzufassen, Informationen zu beschaffen. Und zwar, ihr wisst es selber, mein Ruf, kann man offen sagen, ist hinüber. Den werde ich jetzt wieder aufbauen müssen. Knallhart. Ich muss das Vertrauen der Leute zurückkriegen. Weg von reißerischen Titeln, weg von seltsamen, zwielichtigen Gestalten und zweideutigen Aussagen. Wir müssen straight zur Wahrheit. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir die Wahrheit auch herausfinden. Und das schaffe ich eben nicht, wenn ich mich auf irgendwelche Bücher verlasse, die irgendwelche Leute bei mir in den Briefkasten schmeißen und im Endeffekt stellt sich heraus, das war alles eine Ente, stimmt überhaupt nicht. Wir müssen selber ermitteln. Deshalb in Zukunft nicht nur die From the Future Redaktionsleitung, sondern eben auch die From the Future Kartei für Recht und Ordnung. Und da müssen wir nochmal einen cooleren Namen finden. Aber vielleicht habt ihr ja wieder was. Und während meine Haare gerade eben auch für Recht und Freiheit kämpfen, würde ich sagen, das war's für die heutige Folge. Wir hören uns morgen wieder. Da bricht schon wieder irgendjemand ein. Hier laufen definitiv zu viele unsichtbare Leute rum. Aber auch das etwas, was wir auf jeden Fall... Hallo? Hä? Okay, dem Geheimnis gehen wir dann vielleicht auch morgen auf den Grund. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Leute, wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne Bewertung da. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Dann mit neuen spannenden Fakten. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Tim Trovato.